Ihr wollt wissen, was da drin ist. Ihr wollt wissen, für was man das nutzen kann, was man damit anstellen kann. Dann bleibt dran, nach dem Intro lege ich sofort los und ich zeige euch, was es damit auf sich hat. Ja, herzlich willkommen bei Mika Karaman zu einem neuen Video aus Dinkelsbühl. Ich habe heute ein kleines passendes Video zur Jahreszeit. Es ist die dunkle Jahreszeit, draußen ist schon mächtig dunkel, die Sonne kommt nicht mehr wirklich recht durch. Viele von euch sind aber mit dem Wohnmobil nur unterwegs und wir möchten trotz alledem autark stehen, wir möchten trotzdem gucken, dass wir Strom haben, dass wir ja unsere Wechselrichter, unsere Kaffeemaschinen betreiben können, unser Toaster, was auch immer. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir den Solarstrom ein bisschen ausgleichen. Wie wir das Ganze anstellen, beziehungsweise was dazu ganz hilfreich sein kann, das möchte ich euch mit dem Kanister kurz zeigen und dafür gehen wir mal hinter in die Werkstatt. Ja, hier sind wir in der Werkstatt und ihr erkennt sofort, was dieses Gerät ist. Es ist eine Brennstoffzelle von Efeu, ein renommierter Hersteller, der Brennstoffzellen herstellt für die Wohnmobiltechnik, für unsere Wohnmobile, ob für Kleinfahrzeuge oder auch für größere Wohnmobile, überhaupt kein Problem. Überall ist sie letztlich einsetzbar. Warum haben wir eine Brennstoffzelle oder warum ist sie denn überhaupt vonnöten? Wir haben natürlich hier den Vorteil bei der Brennstoffzelle, dass mittels dieser Tankpatrone Strom erzeugt wird und zwar gar nicht so wenig. Jetzt kann man sicherlich sagen, ja, ist natürlich machbar, aber wie funktioniert das Ganze? Ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Hier haben wir den Schlauch, der wird dementsprechend auf den Kanister gegeben, natürlich ein bisschen mehr angeschlossen. Es wird natürlich noch Stromkabel benötigt, es wird hier noch so eine Schlaucheinheit benötigt, ein bisschen Abluft. Aber es hält sich wirklich in Grenzen von der Installation her, natürlich wieder von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Aber es ist wirklich, der Aufwand hält sich in Grenzen, ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ich habe mich jetzt hier für eine 150 entschieden. Es gibt zwei Größen, es gibt natürlich noch mehr Größen, aber aktuell habe ich zwei Größen zur Verfügung. Das ist die Efeu 80 und die Efeu 150. Ich habe mich für die 150 entschieden, weil ich bin ein echter Stromverprasser und drum wollte ich definitiv wirklich gucken, dass ich meinen Tagesbedarf effektiv reinkriege. Ich habe eine Dieselheizung, ich habe einen Router, ich habe einen Wechselrichter, ich lasse viel Licht brennen und. Und das muss ich alles wieder reinholen und ein bisschen Reserve will man sich auch reinholen, weil natürlich die Brennstoffzelle auch so ein bisschen nachlässt in der Zeit. Kann man aber wieder einen kleinen Kundendienst machen, kurz einschicken und dann kriegt man es auch wieder zurück, refreshed. Dann hat die auch wieder richtig Power. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass sie halt so ein bisschen nachlässt. Und ich bin eher der Typ, ich habe ein bisschen Reserve und darum habe ich mich für die 150 entschieden, weil die 150 steht tatsächlich dafür, dass sie an einem Tag bis 150 Amperestunden euch wieder in den Akku spült. Also das heißt, euer Tagesbedarf, der vielleicht zwischen 30, 40 und 80 Amperestunden pro Tag liegt, je nachdem, wie viel Verbraucher, wie viel Kaffee habe ich mir gezogen, habe ich einen Kompressorkühlschrank oder einen, der auf Gas läuft und. Jedenfalls habe ich viel Verbraucher, komme ich eher an die 80, 90 Amperestunden täglicher Verbrauch, wo ich im Wohnmobil habe. Solar kommt natürlich heute bei dieser Witterung bewölkt, diesig, regnerisch, nahezu nichts runter. Und das ist genau das Problem, wo wir jetzt haben. Wenn wir aber darauf angewiesen sind und im Wohnmobil autark unterwegs sein wollen, autark stehen wollen, dann brauchen wir natürlich Strom. Und woher kann ich mir denn besser kreieren, wie durch eine Brennstoffzelle?
Die liefert mir jetzt ca. 150 Amperestunden pro Tag. Genauere Daten gebe ich euch noch bekannt, weil das möchte ich natürlich auch selber wissen. Und ich werde die eben für euch testen. Heute stelle ich sie vor. 2-3 Wochen, lasst einmal Zeit. Dann werde ich die ersten Fazite draus ziehen und mal gucken, wie viel von der Tankpatrone wird denn wirklich gebraucht. Wie teuer ist mir das Ganze? Oder ist es dann doch günstiger, ich gehe am Automat und schmeiß meine Münzen? Das Ganze will ich für euch eben einfach rausfinden und dazu schauen wir uns jetzt das Gerät einfach ein Stück weit näher an. Ja, so schaut das Gerät aus. Letztlich nichts Spektakuläres. Es ist einfach ein Gurtband drumherum. Dieses Gurtband kann man für viele Dinge nutzen. Also was heißt für viele Dinge nutzen? Dieses Gurtband ist dafür da, dass man das Ganze ohne Probleme in den Halter hineinklipst. Es sind auch zwei Bügel dran. Somit kann man die auch jederzeit wieder rausnehmen. Relativ einfach, weil sie nicht fest montiert ist. Wir haben hier so Gurtbügel, wo dann eben der Gurt unten am Boden durchgeschlauft wird. Die werden am Boden geschraubt und schon sind dann die Gurthalter fest, zieht einfach den Gurt durch, klemmt die Efeu rein, Klettverschluss drüber und dann ist sie auch schon fest. Das ist eigentlich schon mal die Positionierung der ganzen Geschichte. Dann haben wir hier ein paar Anschlüsse, wo wir nutzen können, die hier sind. Unter anderem habe ich hier den Bluetooth-Dongle, wo ich via Bluetooth mit meinem Handy verbinden kann. Ich habe die Möglichkeit, ein LAN-Kabel anzuschließen, an dem vorhandenen Router zu installieren. Somit macht diese Efeu auch automatische Firmware-Updates, die dann vollautomatisch durchlaufen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn es der Aufwand bzw. die Baugegebenheit, die Infrastruktur vom Wohnmobil einfach hergibt. Ja, dann haben wir hier ein bisschen Stromkabel, was letztlich verwendet wird. Hier dockt man dann an die Efeu an, hier dockt man dann an meine Batterien an. Auch relativ simpel, relativ einfach vom Anschluss her. Dann haben wir hier noch ein größeres Winkelstück dabei. Hier kann man die Abluft nach außen führen, mittels einem Rohr einfach raus damit. Auch das ist relativ einfach vom Handling her. Und ja, ich muss sagen, hier entsteht ja kein Abgas. Also das ist ja reiner Wasserdampf im Prinzip, was da rauskommt, weil der Rest wird ja verwertet. Durch eine chemische Reaktion machen wir aus diesem Ethanol dann einfach Strom und das funktioniert relativ gut und ohne große Probleme. Was die Kosten dabei sind, wie viel das wir dabei rauskriegen, müssen wir natürlich noch testen, wenn es angeschlossen ist, damit ich genau weiß, wenn ich die jetzt wirklich mal einen Tag durchlaufen habe, weil eben einfach viel Strom flöten geht, Wetter ist schlecht und da bin ich dann auch wirklich gespannt, was da rumkommt dabei. Ja, natürlich kann man wie jetzt hier auch ein Display verbauen, das habe ich auch mal mitbestellt, um euch dann auch zu zeigen, wie die Einbauvariante via Display ausschaut. Natürlich kann man das Ganze per App steuern, wenn man jetzt sagt, nee, ich möchte jetzt nicht nochmal extra ein Display in meinem Fahrzeug haben, weil langsam Display über Display, das langweilt mich. Überhaupt kein Thema. Dann geht man hin und macht das Ganze über die App. Ich blende euch das hier mal kurz ein. Das Display schaut dann in der Form aus, wo man hier einfach die Daten ablesen kann, was man denn letztlich braucht. Sicherlich das Display jetzt hier, 348 € als Sonderzubehör, wenn man es möchte. Wenn man aber sagt, nein, ich bin mit der App zufrieden, kann man das Ganze natürlich auch ohne Probleme mit der App machen. Ja, die technischen Daten vor dem Ganzen ist nicht schwer abzulesen. Die Efeu 150 hat eine maximale Ausgangsleistung von 75 Watt. Das ist schon eine Menge Holz. Der Verbrauch liegt circa bei 0,9 Liter pro Kilowattstunde. Auch das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also bis jetzt hört sich das Ganze wirklich relativ gut an und ich bin da wirklich ja, beeindruckt. Auch das Gewicht hält sich in Grenzen. Die Efeu hat ein Gesamtgewicht von 6,9 Kilogramm. Auch das lässt sich durchaus bewerkstelligen, ist gar nicht so schwer. Und ich habe mir die eigentlich schwerer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die leichtere, da ist nicht viel Unterschied, selbst die 80er, die hat auch ein Eigengewicht von 6,5 Kilo, also 0,4 mehr.
Also das ist alles easy, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Interessant ist auch die Lautstärke, 47 Dezibel, es rauscht ein bisschen, ist aber auch nicht wild. Also man hört die nicht wirklich und man kann die ja gut in Garagen, in Zwischenböden verbauen. Überhaupt kein Problem, ist klein und handlich, da kriegt man die wirklich gut unter. Und das ist schon ja, finde ich eine tolle Sache. Interessant finde ich die Betriebstemperatur. Also die Efeu-Betriebstemperatur funktioniert von minus 20 bis plus 40 Grad. Also auch das ist eine tolle Sache. Also sie arbeitet auch, wenn es mal kälter um sie ist. Auch eine tolle Geschichte. Und ja, alles in allem macht es dann schon wirklich eine spannende Sache aus. Dann kann man nur verschiedene Modis einstellen. Dann gibt es natürlich hier auch noch verschiedene Kanister dazu von der Efeu-Patrone, von der Tankpatrone. Letztlich, ich habe jetzt vorhin übrigens gesagt, Ethanol, totaler Quatsch, ist natürlich Methanol. Gibt es verschiedene Größen. Ich selber habe hier jetzt 5 Liter und 10 Liter Kanister. Und wir müssen jetzt einfach gucken, habe ich vorhin schon mal erwähnt, wie viel wird denn eigentlich wirklich gebraucht von der ganzen Geschichte und wie teuer kommt es mir dann. Natürlich ist es keine günstige Geschichte, aber es ist ja eine Alternative zur Lithium-Batterie-Aufstockung, weil ich hier ja wieder täglichen Bedarf zurückkriege, wo ich mir ja weiteren Akkuspeicher in der Autarkie wiederum dadurch spare. Also das muss man ja wiederum entgegenrechnen. Mal kurz geschildert, ich habe jetzt einen 200 Ampere-Stunden Akku und ich möchte jetzt aber 5 Tage autark stehen. Jetzt habe ich dann 2 Möglichkeiten bei einem Stromverbrauch von ca. 60 bis 80 Ampere-Stunden pro Tag. Entweder rüste ich Lithium-Akku nach, damit ich diese 5 Tage überbrücken kann, oder ich investiere dann lieber in eine Brennstoffzelle, wo ich mir eigentlich die Autarkie dann in die Unendlichkeit spüle, weil die macht mir ja jeden Tag meine 150 Ampere-Stunden, die ich zurückkriege, sprich mein Tagesbedarf wieder mir zurückgibt. Und das ist eine spannende Geschichte, wo ich sagen muss, da freue ich mich am meisten drauf, weil ich stehe jetzt genau vor der Entscheidung. Entweder ich teste ja immer wegen rum mit meinem Wohnmobil und bei mir steht es drüben auf dem Parkplatz, ist voll eingeschaltet, die Heizung läuft, viele Verbraucher sind an, weil ich eben testen will, wie viel verbraucht mein Fahrzeug, wie lange kann ich damit autark stehen. Ich habe jetzt aktuell 400 Amperestunden drin und ich komme maximal 4,5 Tage hin, dann bin ich leer. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja alles gut, aber das Wasser und Toilette und hin und her sind ja doch wieder die limitierenden Faktoren. Ja, das stimmt, aber um mal schnell Wasser nachzufüllen, das kann ich im Prinzip an vielen Tankstellen oder mal schnell an einer Servicestation, aber dafür muss ich mir nicht 6 Stunden am Strom hängen, damit ich wieder einen vollen Akku habe, wenn ich hier solche Möglichkeiten habe. Also das ist schon, ermöglicht mir schon eine viel, viel, viel größere Freiheit. Und eben statt Lithium aufzurüsten, dann zu sagen, okay, weil ich keinen Platz mehr habe, weil ich Lithium-Akkus nicht mehr reinkriege, alles zu eng, alles zu groß, zu eng, zu klein, nicht zu groß, um dann eben zu sagen, okay, komm, bevor ich jetzt mir Lithium kaufe, weil ich eh keinen Platz habe, dann investiere ich lieber in eine Brennstoffzelle und gehe den Weg und probiere das mal aus, um mir den fehlenden Strom einfach wieder reinzuholen und mal zu gucken, was passiert, ob ich damit zurechtkomme. Und ich schwör's, ich freue mich mäßig drauf und ich habe auch mich lang schon mal mit Markus, mit dem Fan for Van unterhalten, weil auch er eine Efeu schon im Betrieb hat und da muss ich wirklich sagen, auch er war mega begeistert davon, hat mich da ein bisschen angesteckt damit, um das auch in meinem Fahrzeug zu probieren und ich will jetzt eben einfach den Praxistest machen, jetzt gerade in den Wintermonaten, wo es eben am kritischsten ist, weil Sonne kommt nicht wirklich rum und ja, das Ganze werde ich jetzt für euch testen und dementsprechend aufbauen und dann euch die Ergebnisse mitteilen. Ja, kurz zu unserem Fazit. Brennstoffzelle, ja, nein. Ich kann es noch nicht wirklich beantworten, aber ich bin sehr positiver Dinge und ich werde die auf alle Fälle in den nächsten 1-2 Tagen bei mir im Fahrzeug montieren und werde euch dann ein Video darüber machen, wie es ausschaut mit dem Verbrauch, mit der Effektivität und den Kosten. Ich jedenfalls bin der Meinung, es ist ein toller Ersatz, es ist eine tolle Ergänzung
zu den bestehenden Systemen. Denn wenn ich denn auch im Winter unterwegs bin, in der dunklen Jahreszeit, in Skandinavien und so weiter, habe immer wieder mit meinem Stromproblem zu kämpfen, ist das einfach eine ganz, ganz tolle Lösung. Und ich glaube, ich verspreche mir da ganz viel davon, um meinen fehlenden Haushalt, wo ich jetzt in dieser Jahreszeit habe, wirklich ausgleichen zu können und hundertprozentig autark zu werden. Zumindest was den Strom angeht, damit meine Heizung durchlaufen kann, damit ich meinen Router durchlaufen lassen kann, das ein oder andere Licht und auch meine Induktionskochplatte, wenn es mal was Warmes zum Essen geben soll. Und das, glaube ich, ist eine geile Errungenschaft und ich bin wirklich gespannt und ich bin vor allen Dingen gespannt auf eure Meinung darüber, eure Erfahrung, weil der ein oder andere von euch hat das bestimmt schon. Und auch da würde ich mich tierisch drüber freuen, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Also, rein in die Tasten und das ein oder andere wird mich wirklich brennend interessieren, wie eure Themen sind, eure Erfahrungen liegen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video mit euch. Wenn ihr verrückt seid, dann einen Daumen nach oben. Und wenn ihr ganz verrückt seid, freue ich mich natürlich über ein Abo von euch, um auch wieder Motivation zu schöpfen für das nächste Video. Da haben wir auch wieder tolle Themen und da freuen wir uns auch schon wieder riesig drauf. Einen kleinen Durchblick durch die Werkstatt wird auch mal folgen demnächst, was wir alles so machen. Doch das Thema Efeu hat mir jetzt so ein bisschen in die Finger gebrannt, ist ein wichtiges Thema. Wie ergänze ich meinen Stromhaushalt in der dunklen Jahreszeit? Also, liebe Grüße aus Dinkelsbühl, bleibt mal alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.